So, ich habe Pause gemacht und mir ist irgendwie wieder in den Kopf gekommen, bei diesen Höhlen übrigens, was mir beim Schnibbeln aufgefallen ist, ganz schön hier. Schaut euch mal diese Tür hier an, in die ich jetzt reingehen werde. Und werdet sehen, dass das hier exakt die gleiche Tür und exakt der gleiche Berg und alles ist. Und auch die Tür ist die gleiche. Tja, da haben sie es jetzt ein bisschen einfach gemacht. Wäre mir aber wirklich, wenn ich nicht mitgeschnitten hätte, wäre mir das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Jedenfalls, mir ist wieder in den Kopf gekommen, dass ich mich, also, ja, dass ich konnte mich irgendwie wieder daran erinnern, dass, als wir das damals gespielt haben, so, ja, mein Bruder, mein Vater und ich so, dass wir ständig an dieser Stelle mit diesem Fisch umhergerannt sind und den überall benutzt haben. Und es muss ja irgendeinen Grund gehabt haben. Ich meine, der zeigt jetzt zwar nirgendwo hin, aber ich kann mich erinnern, dass er manchmal wohin gezeigt haben muss. Deswegen werde ich das jetzt einfach auch mal ganz unkoordiniert machen und den irgendwo benutzen und hoffen, dass er auf irgendwas zeigt. Ja, der zeigt nirgendwo hin. Ich finde immer noch diese Musik, die da kommt, dieses immer noch mega lustig. Aber ist. Ich weiß auch nicht, was uns dann erwartet, wenn wenn der irgendwo hin zeigt, ob es da dann wieder was zum Graben gibt oder ob wir dann Perlen finden oder ja, Perlen haben wir eigentlich schon. Oder keine Ahnung. Aber ich finde die Animation sehr hübsch, wie der Fisch einfach so im Kreis so umherschwimmt quasi. Zeigt nirgendwo hin. Will er nicht ins Wasser springen oder so? Das sieht ein bisschen aus wie ein Goldfisch. Na gut, okay. Er ist golden und er ist ein Fisch, also sieht er aus wie ein Goldfisch. Ich weiß nicht, was sonst einen Goldfisch noch groß charakterisiert, außer seine Farbe. Könnte sonst auch ein goldfarbener Koi sein. Oder jede andere Art von goldenem Fisch oder goldfarbenem gelben Fisch. So, mal hier nach links. Warte mal, rechts waren wir schon, glaube ich. Ja. Zeigt nirgendwo hin. Hier waren wir schon, aber vielleicht ist es hier von der Seite nochmal irgendwie anders. Nee. Ja, meine Güte. Vielleicht auch mal runtergehen. Unten gab es ja auch noch zwei Bildschirme. Ui! Als ich da erst echt vorhin beim ersten Mal noch dachte, dass wir hier unten gefangen wären. Also, ich meine, es ist echt so, hier in bei dem Spiel im Gegensatz zu so anderen, ich kann mich noch erinnern an andere Spiele, die ich damals gespielt habe, beziehungsweise versucht habe zu spielen. Teilweise war es eher, dass ich bei meinem Vater oder meinem Bruder zugeschaut habe. Teilweise habe ich, also je nachdem, wie zugänglich mir das Spiel jetzt war, weil ja, also Indiana Jones so auf deutschsprachig war das noch ganz gut machbar eigentlich. Aber wir hatten auch diese ganzen tollen Spiele wie Space Quest oder Police Quest. Hier war ich schon. Und, warte mal, hier war ich doch auch schon. Ja. Also muss ich jetzt hier lang.
Weil hier waren wir schon, ja. Habe ich hier schon probiert? Und bei diesen Spielen, da konnte man echt verkacken. Wenn man irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht hat, dann konnte man also wirklich sich so in eine Sackgasse manövrieren, dass man quasi das Spiel neu anfangen musste. Oder natürlich einen anderen, also alten Spielstand laden. Deswegen war es auch immer wichtig, Spielstände zu haben, die an irgendeinem, ja, anderen Ort sind. Also, na, was sag ich, Spielstände, die an einem anderen Ort sind. Also, nicht immer Spielstände überspeichern, sondern auch mal einen komplett neuen Spielstand für etwas zu benutzen. Ich würde es aber echt lächerlich hier. Wahrscheinlich ist es auch wieder so ein Rätsel die Dings, wo die Statue ganz am Anfangsbildschirm, bei dem Intro, in der Intro-Sequenz war, von wegen, ja, Spind irgendwie immer, jedes Mal drin. Ist nämlich immer im letzten drin, egal in welcher Reihenfolge man die öffnet. Die Statue ist immer im allerletzten Spind drin. Wahrscheinlich ist auch jetzt irgendwie der allerletzte Bildschirm, den man überhaupt absucht oder so. So. Zeigt immer noch nirgendwo hin. Ja gut, jetzt gibt es noch den ganzen Bereich da jenseits der Steintür, die zu war. Also da, wo die ganzen Nazis waren. Da können wir jetzt noch nachschauen. Hier also. Nee, doch. Nee. Hä? Hier? Meinst du mir klar, warum jetzt dieser Bereich ein Labyrinth genannt wird? Habe ich es hier schon probiert? Ja, wahrscheinlich als allererstes habe ich es hier probiert. Hier waren wir schon. Hallo, Tür. So, hier. Zeigt nirgendwo hin. Ha, heldenhaft. Warum auch immer da so eine Aussparung, nicht Aussparung, aber Ausbuchtung, warum das so ein Ding ist. Keine Ahnung. Aber ist ja praktisch, denn sonst hätten wir da nicht rüber gekonnt. So. Da sind wir hier. Ich komme mir das echt wie so eher so ein Taschenspielertrick vor, irgendwie von wegen so, schau auf das Pendel, ich bewege meine Hand überhaupt nicht. Ja, natürlich bewegst du deine Hand total. Wahrscheinlich macht er das absichtlich gerade so, um mich zu nerven. Dann wird das hier. Zeigt nirgendwo hin. Ich hoffe, ihr seid den Ton immer noch nicht satt geworden. Na, Otto. Habe ich es hier gerade schon benutzt? Ja, hier habe ich es gerade schon benutzt. Hier oben ist aber... Nee, hier können wir nicht hin. Nee. Ah! Er zeigt nach unten. Das ist lustig, er zeigt nach unten. Geh zur Grube. Rede zur Grube. Wir haben ja immer vorgeschlagen, was man zu tun hat. Rubber Baby Buggy Bumpers. Okay, klar, natürlich. Echo? Echo? Hm.
Echo? Echo? Irgendwer da? Da? Rubber Baby Buggy Bumpus? Das ist ein sehr gutes Echo. Hey, da unten! Indy, bist du das? Oh! Gan. Ich hab geschlafen. Ja, und mein Echo hast du nicht gehört. Das wäre ein merkwürdiges Echo. Es klingt genau wie Sophia. Haha, ich lache. Jetzt hol mich hier raus. Okay, halt, beweg dich nicht von der Stelle. Mit der Peitsche vielleicht? Erstmal die Haare schütteln. Danke. Ich schätze, du bist Kerner letztendlich doch auf die Nerven gegangen, ha? Ich will nicht darüber reden. Aber schau mal, was ich da unten gefunden habe. Ist es der Weltenstein, den Sternhard uns in Tikal abgenommen hat? Hey, sehr gut, Doktor. Ah, da haben wir jetzt unseren Stein. Nice. Folgt sie uns jetzt? Ja, sie folgt uns. Hat sie noch andere Infos? Also, hör mal. Ja. Ich habe vergessen, gehen Starlight-Mieten hoch oder runter? Hoch, glaube ich. Was für ein Date, hä? Huh? Wir daten nicht, Jones. Das ist kein Date. Wenn es ein Date wäre, dann hätte ich dich sitzen gelassen. Wow. Sie ist temperamentvoll. Naja. Also Stalagmiten. Das ist die Sache. Geh nach oben. Weil das M in Stalagmit sieht aus wie zwei Stalagmiten, die nach oben gehen. Und Stalaktit schreibt man mit einem T und das T sieht aus wie ein Stalaktit, der von oben nach unten geht. So kann man sich das merken. The more you know. So, jetzt können wir jedenfalls das ganze Zeug hier machen. Kennen wir ja schon. Ist ja nichts Unbekanntes für uns. So. Sonne, Neumond, Westsee. Plupp. Ding bewegt sich wieder. Schön, wie sie dem immer mit den Augen folgen zu. Und eine andere Tür öffnet sich diesmal. Nicht die Tür. Ich glaube, das ist die Erdtür, sondern die Mondtür ist das jetzt. Oh, oh, oh. Sollte nicht die Steine... Ach, die nimmt er automatisch mit. Praktisch. Aber Moment, ich möchte erstmal speichern. So. Und hier ist eine schöne Höhle. Mensch, die hätte man doch irgendwann mal finden können. Bei solchen Spielen bin ich immer irgendwie überrascht, dass... dass solche Sachen nie gefunden werden. Sophia, schau dir das an. Laut der Inschrift zeigt der Pfeil auf diesem Podest nach Norden zur kleinen Kolonie von Atlantis. Die nächste Landmasse dort ist die vulkanische Insel namens Terra. Und Terra kennen wir ja auch schon. Dann ist das unser nächster Stopp. Verlasse Labyrinth. Gehen wir. Hey. Nö, ich will jetzt nach Monte Carlo. Nee, klar. In Terra, wir erinnern uns, war der Ort, wo wir beim letzten Mal die Inschrift gefunden haben. Und mit dem Ballon losgeflogen sind. Hier sind wir.
Die ganze Insel ist der Rand von einem erloschenen Vulkan. Es gibt einen griechischen Forscher namens Marinatos, der sagt, das Ganze sei um 1600 vor Christus explodiert und hat Zivilisationen im gesamten Mittelmeerraum dabei zerstört. So ein bisschen wie Krakatoa. Genau, nur größer. Vielleicht hat es auch Atlantis zerstört. Es macht keinen Sinn zu spekulieren. Das ist unser Plan. Wir könnten jetzt mit den ortsansässigen Leuten reden. Plan? Ich habe keinen Plan. Ich brauche keinen Plan. Indiana Jones braucht keinen Plan. Der Plan kommt zu Indiana Jones. Ich weiß nicht, was willst du machen? Reden wir erstmal mit den Leuten. Das ist eine gute Idee. Ich frage mich gerade, ist es Krakatau oder Krakatoa? Sie haben jetzt Krakatoa gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Krakatoa ist. Außer, dass es irgendwie eine englische Schreibweise. Ich habe gerade mein Handy offen in der Zwischenzeit. Aber ich gehe auch mal... Also hier ist ein Rettungsboot oder was? Salvage Boat? Hätte ich eher gedacht, ein Fischerboot wahrscheinlich. Ach, was für ein Wack. Ach, es ist ein gerettetes Boot. Okay. Captain? Ahoi! Da. Sie. Person. Ahoi, ist sie selber. Wenn es... Ach so, doch, Rettungsarbeit. Okay, wenn es irgendwie... Oder nicht Rettung, aber... kein Job zu groß, kein Job zu klein. Ach so, nicht Rettungsarbeit, aber... hätte es gedacht, irgendwie so... Irgendwie Fundstücke aus dem Meer zu ziehen oder so. Okay, Krakatoa oder Krakatau habe ich gerade gelesen. Okay. Haben Sie irgendwelche merkwürdigen Leute gesehen? Ich habe ein paar deutsche Gentlemen gesehen, als ich, also vor einiger Zeit, aber nicht in letzter Zeit so. Das ist ein ziemlich abgefucktes Boot. Na, passen Sie auf, was Sie über die alte Bessie hier sagen. Sie sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber sie kann, was man braucht. Abgefuckt. Sie sollten besser entschuldigen, Mister. Sorry, kann ich nicht. Das ist zu lächerlich. Ich will mich mal mit dem Gut stellen. Also, sorry, Bessie. Das ist schon besser. Also, worüber redeten wir gerade? Ich habe es vergessen. Haben Sie schon mal von Atlantis gehört? Natürlich. Und Drachen. Und Meerjungfrauen. Und, ich will dorthin. Können Sie uns dorthin bringen? Nach Atlantis. Ich kann nirgendwo hingehen, was nicht auf meinen Karten steht. Wo genau glauben Sie, würden Sie es finden? Verdammt, ich kann mich nicht erinnern. In diesem Fall kann ich Ihnen nicht helfen. Okay. Hier ist der Ballon drin, aber diesmal kriegen wir ihn nicht so. Wir müssen herausfinden, wo genau... das kann ich doch eigentlich von hier... 16 Meilen. 16 Meilen im Norden. Müsste es sein. Nee, im Süden, weil... Moment, denn... Hahaha. Die Kolonie, die kleine Kolonie, wo wir sind, ist 160 Meilen im Norden der Stadt, also 160 Meilen im Süden von der kleinen Kolonie ist Atlantis, aber es sind ja 16 Meilen nur, weil er hat sich ja um den Faktor 10 immer vertan. So, aber wir wollen auch da nach oben gehen, weil ich glaube, da oben gibt es doch auch was. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt einfach hier... Hey! Wo gehst du hin? Nirgendwo hin. Ich schau nur mal nach, was hier oben so ist. Hey! Wo gehst du hin?
Ich möchte sehen, wo unser Freund Kerner war. Ich warte hier. Seufz. Also mir fällt gerade eine Sache ein. Einen Moment mal.